Warum ist Glück berechenbar? Man kann das Glück berechnen, weil die Mathematik eine über Jahrtausende gewachsene Ressource der Menschheit ist, mit der man über jedes beliebige Thema nachdenken kann, unter anderem auch über das Glück. Und das gibt es in verschiedenen Varianten: Eheglück, Lottoglück, Losglück, Schussglück des Elfmeterschützen. Bleiben wir vielleicht mal beim Eheglück. Da haben ein Mathematiker und ein Psychologe, ein Dreamteam, der eine Experte fürs Rationale, der andere fürs Emotionale, sich zusammengetan, um das Geheimnis funktionierender Ehen zu entschlüsseln. Und sie sind auf das 5-zu-1-Prinzip gestoßen. Wenn in einer Ehe das Positive, das Negative um den Faktor 5 überwiegt, also 5-mal so viel Positives wie Negatives es gibt, dann hat die Ehe eine Chance, mit 90%iger Wahrscheinlichkeit stabil und von Dauer zu sein.